Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute über Nadeltiefe sprechen. Ich habe zwar schon mal ein Video gemacht über Nadeltiefe, aber mich haben in der letzten Zeit so viele Fragen erreicht. Ich weiß nicht, ob es immer derselbe war auf verschiedenen Kanälen oder ob doch die Fragen bei euch so brennen. Und zwar ist nicht bei jeder Nadel die Nadeltiefe die gleiche. Wenn ihr bei einer Nadel 2 mm einstellt, dann heißt es nicht, dass das bei der anderen Nadel auch 2 mm sind. Das war jetzt ziemliches Kauderwelsch, oder? Weil 2 mm sind 2 mm. Aber genau um dieses Thema dreht sich heute das Video. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ja, momentan kann ich keine Videos in meinem üblichen YouTube-Zimmer machen, weil mein YouTube-Zimmer ist zugleich Packstation, Aufenthaltsraum, YouTube-Zimmer, kleines Zwischenlager und so weiter. Ich kann da einfach überhaupt nicht mehr treten, nicht mehr stehen, weil ihr einfach so mega gut bestellt bei mir. Und aus dem Grund muss ich immer mehr Ware ordern und umso weniger Platz habe ich. Aber das ändert sich ja mit dem neuen Studio. Da bin ich immer noch fleißig am Umbauen. Ich habe hier Malerhände. Ich habe gestern gemalert. Und auch das undankbare Job, ja, für so einen Monk wie mich. Und heute möchte ich mit euch über diese Nadeltiefe sprechen. Ich glaube, dass einige von euch immer noch der Meinung sind, wir tätowieren ist wie backen. Wir nehmen eine Prise davon, was die Nadeltiefe ist. Wir nehmen eine Prise davon, was die Farbe ist. Wir nehmen eine Prise davon, was die Wollzahl ist. Und vielleicht noch eine Prise, welchen Hub der Maschine wir nehmen. Aber das ist nicht so. Es ist doch eher so ein bisschen was wie Kochen, würde ich sagen. Denn ihr könnt ein Grundrezept nehmen, wie Nudeln mit Tomatensauce à la Mama. Oder wir schmeißen den ganzen Kram einfach nur zusammen. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, Tätowieren hat was mit einem Gefühl zu tun. Ihr braucht Liebe, das ist wichtig, diese kleine Essenz Liebe. Und ihr braucht das Gefühl dafür. Und was das mit diesen ganzen Nadeln auf sich hat, das zeige ich euch nachher gleich. Und ich kann sagen, ich glaube in dem Lauf der Jahre und da ich immer am Testen bin, immer am Probieren, das habe ich schon vor YouTube gemacht. Ich bin immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ich habe mittlerweile schon so viele Nadelmodule in meinen Händen gehabt, dass ich mir wohl schon eine Meinung darüber bilden kann, zumindest wie die Module funktionieren. Ob sie bei jedem gleich funktionieren, das ist natürlich nochmal ja, etwas anderes. Ich weiß auch, dass bei dem einen Nadelmodul-Thema die Quadronen ein bisschen schlecht abgeschnitten haben. Das ist jetzt kein, das soll absolut kein Hate sein oder so. Das ist an dem Tag vielleicht einfach bloß blöd gelaufen. Quadronenmodule sind gute Module. Sie sind nicht schlechter und sie sind auch nicht besser als andere Module. Und der eine sagt vielleicht, ich mag diese Module mehr, ich mag diese Module mehr. Am Ende machen sie alle dasselbe. Es sind zusammengelötete Nadeln, die gehen durch einen Plastiktipp auf die Haut und hinterlassen dort eine Linie, wenn es gut läuft. Und das hat auch nichts mit dem Modul zu tun. Und wenn jemand sagt, ich komme mit diesem Modul nicht klar, dann ist das höchstwahrscheinlich genau eine Situation, die man dort gerade hat. Stellt euch vor, ja, ich mache jetzt mal wieder einen auf Peter lustig. So, stellt euch einfach vor, ihr habt ein neues Paket Module bekommen. Und ihr habt zum Beispiel bei mir, ihr habt noch nie mit Boldlinern gearbeitet zum Beispiel. Und ihr kauft euch diese Module, bei mir im Shop natürlich, und probiert die jetzt. Jetzt habt ihr dort einen Kunden sitzen, keine Ahnung, total straffe Haut, alles ist toll, eine super Position und so weiter. Dann probiert ihr diese Nadeln und ihr stellt fest, es sind die besten der Welt. Jetzt habt ihr ein anderes Szenario. Ihr bekommt diese Module und ihr habt dort einen Kunden sitzen mit weniger guter Haut und vielleicht auch mit Stellen, wo ja, die schwierig funktionieren, die generell schwierig sind zu tätowieren. Und ihr probiert diese Nadeln und es funktioniert nicht. Deshalb kann man eine Aussage nicht treffen nach zweimal tätowieren, ob ein Modul gut ist oder nicht gut ist. Es kommt halt immer darauf an, was für ein Motiv, wo ist es und so weiter. Beschaffenheit der Haut. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und dann gibt es natürlich noch so diese ganz kleinen Feinheiten, ob ein Produktionsfehler vorliegt, ob vielleicht
ja, nicht ganz so sauber gearbeitet wurde. Es reicht ja schon, wenn in dem Tipp in der Spitze vorn von der Fertigung ein kleiner Grat bei dem Plastik dran ist. Das reicht doch schon mit einem bisschen Kombination, mit einem bisschen Melkfett oder Vaseline und das Modul ist verstopft, es fängt an zu spritzen. Ja, ne? Also wie ihr seht, aber darum soll es heute überhaupt gar nicht gehen. Und zwar geht es um die Nadeltiefe. Und ein Stück weit geht es vielleicht doch darum, weil es gibt so viele Nadelmodule und es gibt so viele Nadelmodul-Variationen von dem Tippvorn, dass eben diese 2 mm nicht 2 mm sind. Was allerdings auch nicht bedeutet, ich stelle meine Maschine auf 2 mm, lasse die Nadel 2 mm rausschauen und kann dann alle meine Tattoos machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei einem gewissen Bruchteil von Körperstellen. Aber dann habt ihr wieder eine Körperstelle, da funktioniert es nicht. Und ich habe manchmal Tattoos, die sind ungefähr so groß. Und ich habe dort einen Nadelherausstand. Ich arbeite manchmal mit Flying Needle in diesem Tattoo. Dann lege ich wieder meinen Tipp auf. Dann habe ich wieder eine Hautstelle oder eine lange Linie. Eine lange Linie nutze ich immer right on tube, also den Tube aufsetzen auf die Haut. Und dann variiert das auch. Dann starte ich vielleicht diese Linie, eine Linie von 10 cm vielleicht. Und dann starte ich diese Linie, habe meine Nadel vielleicht 2 mm rausstehen. Dann gehe ich weiter, dann drehe ich sie zurück auf 1,5 oder ich schiebe sie weiter und ich gehe bis auf, keine Ahnung, 2,5 mm. Ja, das ist so ein Gefühlsding ist das. Und das ist diese kleine Prise Liebe, dieses Gefühl dafür zu bekommen. Wo ist das richtig? Also in welcher Tiefe ist richtig? Aber nun zeige ich euch mal, wie ihr überhaupt diese Nadeln richtig einstellt. Also kommt mal mit. Also hier haben wir mal so einen kleinen Exoten. Das sind diese Intense-Module. Die sind vorne komplett gerade. Ich finde die Module nur gut als Flying Needle. Ansonsten kleckern die doch sehr, sehr heftig. So, dann haben wir hier nochmal ein Modul. Dort kann man sehen, dass wir doch eine sehr, sehr spitze haben, sozusagen, die sehr, sehr schräg läuft. Im Vergleich zu der hier ist die Spitze nicht ganz so schief. Also, wir nehmen jetzt unsere Maschine. Es ist immer sehr schwierig, das alles so einzustellen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so erkennen kann. Also, wenn wir von oben raufschauen, dann sehen wir unsere Nadel. Aktuell ist sie so, jetzt ist sie so 2,5 mm raus. Und wenn wir jetzt von oben schauen, dann sehen wir irgendwie 3 bis 4 mm unsere Nadel rausschauen. Wenn wir sie uns jetzt einstellen, dass sie 2 mm ist, so zum Beispiel, dann haben wir auf der Rückseite haben wir nur 1 mm weit rausstehen. Und das ist einfach zu wenig. Und wenn wir jetzt mit unserer Maschine auch noch so schräg in die Haut eintauchen, dann berühren nur die unteren Nadeln ein bisschen die Haut und die oberen hinterlassen kleine Streifen auf der Haut in eurer Linie. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also müssen wir rein theoretisch immer durchschauen. Wir schauen an unserem Modultipp, schauen wir einfach durch. Und unsere Nadel, wir halten die Maschine so 90 Grad zu uns im Winkel, schauen durch und hier so stelle ich so circa meine Nadel ein. Das ist so der Startpunkt, wo ich anfange mit meiner Linie zu ziehen. Wenn ich dann merke, oh, also mal angenommen, so, ich fange jetzt an, ich schiebe meine Linie. Die Linie ist nicht richtig drin. Habt ihr es gehört? Ich mache einen Klick und versuche es dann weiter. Dann probiere ich nochmal, ich spanne die Haut, schiebe meine Linie. Ist sie dann richtig drin, arbeite ich so weiter. Sollte sie nicht richtig drin sein, muss ich etwas verändern. Nehmen wir mal ein anderes Modul. Ich habe nichts verstellt. Ja? Es ist ein anderer Hersteller und automatisch guckt die Nadel viel weiter raus. Das variiert von Hersteller zu Hersteller. Aber auch innerhalb eines Herstellers habt ihr das, dass die Nadeln nicht immer gleich weit rausstehen. So, und hier auch wieder. Wir schauen durchs Modul durch, um unsere Tiefe einzustellen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen schräg von oben schauen.
So wäre ungefähr meine Tiefe, wo ich anfangen würde, meine Linien zu ziehen. Hier kann man schon mal sehen, seht ihr, wie das die Nadel eher so auf einer Seite vom Tipp hängt? Das ist immer kein sehr gutes Zeichen. Also das gefällt mir nicht so gut. Das heißt nämlich eigentlich nur, dass wir einseitig den Farbabgang haben. Es ist immer schwierig. Auch keine gute Idee, die Nadel jetzt rauszuschieben und rüber zu drücken. Das ist keine gute Idee. Da muss man jetzt dann einfach durch. Meistens funktionieren sie trotzdem immer noch ganz gut. Ja, ich glaube, ihr versteht. Wenn wir jetzt hier von oben einfach nur unsere 2 mm einstellen. So, wir schauen jetzt von oben so 2 mm. Dann schauen wir mal von der Rückseite. Ich weiß gar nicht, ob das alles scharf ist. Und man, die Nadel, die ist so weit drin, dass man sie schon kaum noch erkennen kann. Und wenn wir dann hier von der Schräge kommen, dann ist die Nadel nicht tief genug in der Haut. Also, der tiefste Punkt, von da aus so 2 mm. Und so würde ich anfangen, meine Linien zu ziehen. Und wenn ich merke, sie sind gut drin, dann bleibe ich so. Und wenn ich merke, sie sind nicht gut drin, dann gehe ich einen Klick weiter und versuche erneut weiter. Ich taste mich ganz langsam vorwärts, bis die Linie passt. So, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen vermitteln, wie ich meine Nadel einstelle oder zumindest die Tiefe. Und vielleicht habt ihr das vorher nicht richtig gemacht und jetzt habt ihr genau diesen Knackpunkt. Das war genau das Quäntchen Liebe, was eben gefehlt habt, damit ihr eine vernünftige Linie dorthin bekommt. Und merkt euch, wenn ihr anfangt, Linien zu ziehen und die erste Linie ist nicht richtig gestochen scharf und richtig schwarz und richtig sauber, dann macht nicht so weiter. Stellt eure Maschine um. Vielleicht müsst ihr ein kleines bisschen tiefer. Das kann manchmal einfach sein. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen irgendeine Tattoo-Butter rauf, die Nadel ein kleines bisschen weiter drehen, weiterziehen, die Nadel vielleicht wieder ein Stückchen zurück und weiterschieben und so weiter. Ihr braucht da nicht viel an eurer Wollzahl hin und her stellen. So im Regelfall, egal welche Maschine ihr benutzt, ob ihr nun 3,5 mm oder 4 oder 4,2 mm nutzt. Ich würde mit Linien anfangen, irgendwo bei 7 Volt. Dort würde ich dann loslegen und diese Linien da lang ziehen. Zwischen 7 und ja, 7,5, 8 Volt. Das ist so mein Sweet Point, womit ich meine Linien ziehe, schiebe, wie auch immer. Also, ich werde jetzt weitermachen. Wir haben schön Pfingsten, ein schönes langes Wochenende. Da schaffe ich ordentlich was bei mir im neuen Studio. Ich habe schon zum Teil, ich mache ja eine Videoreihe darüber. Also, und hiermit sage ich, wie immer, macht's gut und bleibt gesund.